In the Berlin neighborhood of Kreuzberg, social housing tenants organization Kotti & Co. have been occupying Cottbusser Tor Square for 2 months in protest of rent hikes. Saturday the 21st saw the 6th bi-weekly demonstration organized from the camp at Cottbusser Tor. Nuriye Cengiz, a disabled pensioner, has recently been threatened with eviction. Şu anda yanınızdayım. Bu gördüğünüz gibi ben bu evde oturuyorum. Arkadaşlar demin izah ettiler. Zorla beni evimden çıkarmaya uğraşıyor. Ben beyin dertli bir insanım. Ben neyim pahalı kiraya? Gücüm yoktur. Daha fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. İçim çok dolu. Yardıma ihtiyacım var. Allah cümlenizden razı olsun. Bana destek olduğunuz için. Evim benim için cennettir. Çıkmak istemiyorum. Daha fazla söyleyemeyeceğim. Teşekkür ederim. Camp organizer Tahir has also been hit by the rent increases. Ich unterstütze dieses Protest und unser Protestcamp Geja Kondo deswegen, weil die Mieten viel zu hoch kommen. Ich arbeite Vollzeit und 2/3 meines Einkommens geht in die Mieten ein. Und das ist viel zu hoch. Und was wir vom Jobcenter bekommen, ist auch nur ein Minimal. Ich muss immer noch von meinem Geld zahlen, um die Miete zu zahlen zu können. Die Politik wollen wir drängen, hier eine neue Gesetzgebung zu geben, machen, dass die Mietobergrenze, wie es hier in Berlin heißt, runtergesetzt wird, Quadratmeter auf 4 Euro. Die Hausverwaltung werden nicht von sich aus das machen. Sie bekommen immer noch Geld vom Senat und dann die Mieten werden immer höher und sie verdienen mehr dran. Also muss der Senat hier eine neue Gesetzgebung machen, ein neues Gesetz verabschieden, damit wir und die Mieter geschützt bleiben gegen diese hohen Mieten. Rents have increased over 25% in Berlin in the last 5 years. At the same time, secure jobs are hard to come by. Unemployment in Berlin is close to 15%. Kotti & Co. expressed their demands in an open letter to Senator Müller for urban development. The senator's written response did not, however, specifically address those demands. Unsere Forderungen bleiben bestehen und wir bleiben hier, bis sie erfüllt sind. Kappungsgrenze bei 4 Euro pro Quadratmeter sofort. Dauerhafte alternative Lösungen für den sozialen Wohnungsbau in Berlin und Konferenz im Herbst. Ohne das Geja Kondo wären wir niemals wahrgenommen werden. Ohne unsere Demos hätte es keine Antwort gegeben. Wir wissen das und der Senat weiß das auch. Auch unsere Zusammenarbeit mit Mieterinitiativen klappt immer besser. So haben wir die Seniorinnen und Senioren, die ihre Tagesstätte besetzt halten, in Pankow unterstützt und sie uns. Wir halten den Kontakt. The Kotti & Co. occupiers speak to a well-known problem in Berlin. At another demonstration against gentrification, activists David and Laura show a keen awareness of the process of gentrification in their city. Also Gentrifizierung bedeutet ja Stadtaufwertung in gewissem Sinne und gleichzeitig damit halt steigende Mieten. Das heißt zum Beispiel bestimmte Kieze oder Gegenden, die halt attraktiver werden, dadurch steigen dann die Mieten und die vormals dort lebenden Leute werden halt verdrängt und müssen halt irgendwie den Stadtteil verlassen. Bisher hat man das sehr stark im Prenzlauer Berg gesehen, dann Friedrichshain und jetzt kommt es sozusagen zu
mir, zu meinem Bezirk, nach Neukölln, dass viele Freundinnen von mir persönlich ihre Miete nicht mehr bezahlen können und dadurch halt auch an den Stadtrand gedrängt werden. Hans-Christian Ströbele, MP in the Bundestag for the Green Party, showed up to support the occupiers. Ich bin jetzt zum zweiten Mal hier. Ich finde es immer noch wichtig. Ich hoffe, dass die Leute hier durchhalten, damit was erreicht werden kann. Unterstützen Sie auch die Forderung des G-Sekundos, so die Vergesellschaftung der sozialen Wohnung und die Mietobergrenze? Auf jeden Fall. Also gerade hier, das ist ja alles sozialer Wohnungsbau gewesen. Das geht ja nicht, dass man das plötzlich ändert und die Leute hier raus müssen. Weil das Wichtige ist ja nicht nur daran, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, sondern die Zusammenhänge, die sich hier gebildet haben. Nicht? Dass sie die Nachbarn haben, dass sie sich darauf verlassen können. Auch mal, dass der eine der anderen hilft und so weiter. Und das auseinanderzureißen, das darf einfach nicht sein. Campesinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. So far, the Berlin Senate has not been willing to agree to the demands of Kotti und Co. The occupiers, however, have already been organizing the neighborhood for a year and enjoy increasing solidarity from other parts of the city. This is Frederik Blau for the Real News Network.